Grüß Gott und herzlich willkommen bei Unser Land. Ein paar Wochen noch, dann dürfen in Deutschland männliche Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden. Eine Alternative dann, die Vollnarkose. Ob die reibungslos funktioniert, das schauen wir uns heute an und haben auch noch diese Themen für Sie. Stallgeschichten aus der Oberpfalz. Wie geht's den Schmitz mit 580 Kühen? Und Männer an die Plätzchenbackbleche. Ein Hauswirtschaftslehrer zeigt, wie es geht. Das Fleisch von Ebern, das kann stinken und ist dann ungenießbar. Deswegen werden männliche Ferkel schon seit Jahrhunderten kastriert. Was lange Zeit niemanden interessiert hat, seit einigen Jahren wird darüber gestritten. Wie schlimm ist der Schmerz, wenn einem Ferkel ohne Betäubung die Hoden herausgeschnitten werden? Darüber gibt es immer noch unterschiedliche Meinungen. Egal, ab 1. Januar ist es verboten. Die Schweine hier haben es gut. Stroh, frische Luft, Auslauf. Landwirt Karl Oesterle ist Mitglied bei Neuland, einem Label mit sehr hohen Tierschutzkriterien. Er produziert Ferkel für Schweinemäster. Heute muss er die männlichen Ferkel einfangen. Schau, Mädli. Gleich werden ihnen die Hoden entfernt. Das ist noch ein Buhr. Sonst kann das Fleisch später einen unangenehmen Geruch entwickeln. Wenn das Fleisch gekocht wird oder die Würste gekocht werden, dann riecht es richtig penetrant und das kann man fast nicht essen. Bis jetzt wird meist noch ohne Betäubung kastriert. Das ist in den ersten 7 Lebenstagen aber nur noch bis Ende 2020 erlaubt. Aber es gibt Alternativen. Bis vor 12 Jahren hat auch Landwirt Karl Oesterle ohne Betäubung kastriert. Dann kam Neuland und hat gesagt, das geht einfach so nicht mehr, da müssen wir was machen. Die Idee? Die Ferkel mit diesem Gerät in eine Vollnarkose versetzen. Als Narkosegas wird Isofluran eingesetzt. Mindestens 20 Minuten vor der Kastration bekommen die Tiere ein Schmerzmittel für den Schmerz nach der Operation. Dann kann Sohn Thomas mit dem Kastrieren beginnen. Eine Tierärztin überwacht bislang noch die Narkose. Über die Maske atmen die Tiere das Isofluran ein. Bei diesem Gerät 90 Sekunden lang. Und man kann hier testen, ob es jetzt schon schläft quasi. Wie man sieht, es ist hier vollkommen entspannt. Aber kastriert wird es erst, wenn der Betäubungsvorgang 100%ig abgeschlossen ist. Wenn dann das grüne Licht wie jetzt aufleuchtet. Die Amputation der Hoden dauert nur wenige Sekunden. Gleich danach wird das Ferkel zurück zu den anderen gelegt. Schon nach wenigen Minuten wacht es wieder auf. Jetzt ist es besser. Weil die Ferkel sind ruhig. Wenn ein Ferkel bei lebendigem Leib kastriert wird, ist klar, die quiekt, weil sie Schmerzen hat. Alles schreit, der Bauer ist auch gereizt und dann dreht sich das Karussell weiter. Und jetzt ist es alles ruhig und entspannt. Doch wird der Schmerz komplett ausgeschaltet? An der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde das vor ein paar Jahren an einem Narkosegerät untersucht. Denn Kritiker sagen, auch wenn die Tiere ruhig aussehen, der Schmerz wird trotzdem ans Gehirn weitergeleitet. Mit Plastikferkeln zeigen uns die Forscher, wie sie vorgegangen sind. Sie haben mit dem EEG gemessen. Menschen können wir hinterher fragen, hat's wehgetan, das können wir beim Ferkel nicht. Deswegen machen wir das auf diese Art und Weise. Das EEG misst die Hirnströme während der Kastration. Ist das Tier richtig betäubt, zeigt das Gerät eine bestimmte Wellenfrequenz an. Wenn ich da gar keine Veränderung an den Hirnstromlinien finde, dann ist das für mich ein sicheres Zeichen, dass das Tier bewusstlos ist und diesen Schmerz nicht wahrnimmt. Die Methode funktioniert also. Aber die Studie zeigt, nicht alle Tiere sind tief genug betäubt, sondern nur 66%. Woran liegt das? Die Narkosegeräte arbeiten sehr standardisiert. Aber die Ferkel sind nicht immer gleich groß. Ein Problem zum Beispiel für die Masken.
Ja. Die Innenmaske sitzt nicht dicht an. An den Seiten kann Gas entweichen. Das Ferkel bekommt nicht die Dosis, die für die Betäubung nötig ist. In einem 2,5-jährigen Forschungsprojekt arbeiten die Wissenschaftler daran, die Geräte zu optimieren. Bei der Studie wurde damals nur ein Gerät getestet. Die Ergebnisse lassen sich nicht ohne weiteres verallgemeinern. Mittlerweile sind von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG Geräte von 5 Herstellern zertifiziert. Aber wenn Gas entweicht, wie sicher ist die Methode dann für die Landwirte? Dazu gibt es unterschiedliche Studien. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft hat 2019 Messungen veröffentlicht. In Deutschland gibt es keinen Arbeitsplatzgrenzwert für Isofluran. Deshalb wurde der weltweit niedrigste Wert, 15 Milligramm pro Kubikmeter, genommen. 51 Messungen wurden während der Kastration durchgeführt. Das Ergebnis? Bei 11 Messungen wurde der Grenzwert überschritten. Die Messungen wurden an den damals üblichen Geräten gemacht. Neue Geräte haben mittlerweile standardmäßig einen Gasfilter. Bei den 5 neu von der DLG zertifizierten Geräten wurde der Grenzwert immer eingehalten. Deshalb empfiehlt die Sozialversicherung, nur DLG-geprüfte Geräte einzusetzen. Bei entsprechender Fortbildung der Anwender sowie Einhaltung der Bedienungsanweisung werden die Risiken erheblich minimiert. Auch Professor Waldmann schätzt die Gefahren für den Menschen als gering ein. Sein Fazit insgesamt? Also wenn wir die Methode optimiert haben, und da sind wir eigentlich guter Hoffnung, dass wir das hinkriegen, dann können wir zumindest vertreten, dass das eine Methode ist, mit der man die männlichen Saugferkel vernünftig narkotisieren kann und dann eben auch, ohne dass sie Schmerzen verspüren, kastrieren kann. Aber jetzt sei man noch nicht so weit. Das würden auch die Prüfergebnisse der DLG verdeutlichen. Denn teilweise machen die Ferkel immer noch Abwehrbewegungen während der Narkose. Manchmal 15% der Tiere, manchmal nur 2%. Waldmann kritisiert, diese Tiere seien nicht komplett betäubt. Sie spüren den Kastrationsschmerz. Das sei tierschutzrechtlich fragwürdig. Und noch etwas stört ihn. Die Landwirte dürfen jetzt nach einer Schulung die Isofluran-Narkose selbst durchführen, ohne Tierarzt. Der Landwirt ist sicherlich ein versierter Tierhalter. Das ist überhaupt keine Frage, der seine Tiere auch gut beobachtet. Aber er ist nicht veterinärmedizinisch ausgebildet. Und die Narkose, ich kann es nur noch mal betonen, ist ein anspruchsvoller Vorgang, selbst wenn es einfach aussieht bei dem Gerät. So mancher praktizierende Tierarzt ist gelassener. Die Landwirte, die bei uns mit Isofluran kastrieren, die kennen alle ihre Geräte, die können damit sehr gut umgehen. Der Herr Oesterle kann ja sein Gerät auch komplett alleine einstellen. Also letzten Endes, mit einer Schulung sind die Landwirte da sehr gut in der Lage, das selber zu machen. Mittlerweile sind fast alle männlichen Ferkel des Wurfs kastriert. Ein Narkosegerät kostet 3.000 bis 10.000 Euro. Doch es gibt staatliche Zuschüsse von bis zu 5.000 Euro. Daneben war bisher die Arbeitszeit von Landwirt und Tierarzt der größte Kostenpunkt. Und da wir ja sowieso in einer Nische produzieren, nicht konventionell, dann bekommen wir sowieso mehr für unser Tier, klar. Und dann rechnet sich das schon. Natürlich in der konventionellen Schweinehaltung, wenn Sie da die Kosten ansetzen müssen, 2,50 Euro bis 4,50 Euro oder vielleicht auch 5, da sieht die Rechnung nochmal anders aus. Wenn die Landwirte jetzt nach einer Schulung die Betäubung ohne Tierarzt anwenden dürfen, verringern sich die Kosten. Gleich nach der Kastration kommen die Ferkel zurück zur Muttersau. Es gibt bei dieser Narkose keine lange Nachschlafphase. Die Tiere sind schnell wieder munter. Ich denke, merkt man nichts an. Es ist einfach genial, dass die Ferkel, wenn sie wieder zur Mutter und in ihren Wurf zurückkommen, zu den weiblichen Geschwistern, dass sie einfach ganz normal im Wurf wieder mitmarschieren, am Gesäuge sind, ihre Milch trinken oder ins Nest liegen und schlafen. Sein Wunsch, dass für dieses Mehr an Tierschutz Handel und Verbraucher auch bereit sind, mehr Geld für Schweinefleisch auszugeben.
Zu normalen Zeiten wäre die Ferkelkastration ein Riesenthema. Jetzt aber haben die Schweinehalter ganz andere Probleme. Die afrikanische Schweinepest in Deutschland, der fehlende Absatz wegen der geschlossenen Gaststätten und Corona-Fälle in den Schlachthöfen, sodass dort nicht geschlachtet werden kann. Bis Weihnachten könnten bundesweit 1 Million Schweine sozusagen im Stau stehen. Aber auch Ackerbauern stehen vor großen Herausforderungen. 5 Hektar Zuckerrüben bei Mainstockheim. Einer der letzten Einsätze in dieser Saison. In nur 4 Stunden holt die Maschine auf diesem Acker rund 300 Tonnen Rüben aus der Erde. Auf anderen Flächen hat der Roderfahrer nicht mal die Hälfte pro Hektar geerntet. Je nach Niederschlag und Krankheitsbefall schwanken die Erträge erheblich. Landwirte wie Matthias Dorsch stehen vor immer größeren Herausforderungen. Die letzten 3 Jahre waren Trockenjahre. Obwohl Rüben tief wurzeln, bremst die zunehmende Klimakrise das Wachstum. Dazu kommen Schädlinge. Zikaden übertragen Bakterien auf die Pflanzen. Blattläuse übertragen Viren. Bis vor ein paar Jahren konnte der Landwirt Blattläuse mit Neonicotinoiden bekämpfen. Das ist jetzt verboten. Rübenbauern in Frankreich haben heuer wegen Dürre und Schädlingen die schlechteste Ernte seit 20 Jahren. Matthias Dorsch sieht diese Probleme auch auf Bayern zukommen. Die Blattläuse übertragen diese viröse Vergilbung. Und diese viröse Vergilbung kann dafür sorgen, dass wir bis zu über 30% weniger Zuckerertrag auf dem Hektar generieren. Die Bekämpfungserfolge waren gering. Also wir haben einfach die Angst, wir sehen, was in Frankreich passiert ist. Da ging es auch langsam los. Nur vielleicht ist es da vom Klima einfach schneller passiert. Und wenn ich das sehe, da habe ich Riesenangst, dass wir nächstes Jahr genauso weit sind. Aber nicht nur die Erträge sinken, auch der Preis. Seit dem Wegfall der europäischen Zuckermarktordnung um 25%. Der Roderfahrer spürt tagtäglich den Frust. Ja, die Bauern jammern halt. Preis ist runter, stimmt schon. Erträge, das Wasser hat halt gefehlt. Ne? Die Rüben sind auch nicht so vom Ertrag her. Jetzt geht's, ja. Aber am Anfang, September, war schon schlecht. Viele ältere Landwirte mit kleineren Betrieben verabschieden sich von der Zuckerrübe. Bei Burkhard Scheuring werden heute die letzten Rüben seines Lebens geerntet. Mit Wehmut erinnert er sich an das früher aufwendige Unkrauthacken von Hand, aber vor allem an das gute Geld. Das wäre nicht normal. Nach so vielen Jahren keine Wehmut, das gibt es nicht. Das ist einfach so. Ich habe Wehmut gehabt, wie ich die Schweine aufgegeben habe, Schweinezucht. Aber auch Wehmut dabei, es ist einfach so. Also sonst wären wir nicht mit Leidenschaft dabei. Wenn kein Wehmut dabei ist, war es nichts. Die einen hören auf, andere übernehmen die Lieferrechte an die Zuckerfabrik in Ochsenfurt. Trotzdem sinkt die Erntemenge. Die Verlademaus, die früher oft bis in den Januar hinein im Einsatz war, ist jedes Jahr schneller fertig. Heuer ist am 29. Dezember Schluss. Matthias Dorsch und Bernhard Wolf wollen der Rübe treu bleiben, trotz Klimawandel und schlechter Preise. Ich habe meine Frau durchs Rübenfahren kennengelernt. Ich mache das Geschäft jetzt 21 Jahre. Also ich finde, wenn es sich bei uns auf diesen Standorten, bei der Entfernung zur Fabrik, nicht mehr rechnet, dann kann es nachher woanders funktionieren. Und wir wirtschaften so nachhaltig und wir können das auch. Aber man muss uns auch ein Stück weit einfacher lassen. 12-Stunden-Schichten arbeitet der Schweinehalter und Rübenbauer während der Kampagne als Fahrer auf der Verlademaus. Die gehört den Landwirten gemeinsam. 450.000 Euro kostet so ein Ungetüm. In 6 Minuten ist ein LKW beladen. Das macht Spaß und tut einfach gut. Mit den Kollegen zusammen zu arbeiten, einmal das eine oder andere Problem zu lösen und einfach auch dann einmal das Gesellige, dass man einfach einmal sich trifft und einmal einen Gedankenaustausch hat oder so. Das ist für mich schon wichtig. Ja. Auch die LKW gehören den Landwirten. Alle haben Kapital investiert. Bernhard Wolf fährt die Lademaus. Matthias Dorsch lenkt einen Laster. Nach Ochsenfurt, eine von 3 bayerischen Standorten von Südzucker. Rübenernte ist Teamarbeit. Wir sind hier in der Gemeinschaft und wenn da was übrig bleibt, dann wird ja auch ein Teil fließt zurück an die Landwirte und somit bleibt einfach eine große Summe an finanziellen Mitteln in der Landwirtschaft.
Südzucker macht aktuell beim Kerngeschäft mit Zucker Verluste. Denn der Konzern zahlt den Bauern rund 25% mehr, als der Weltmarktpreis hergibt. Mit einer Rohstoffsicherungsprämie will Südzucker die Landwirte bei der Stange halten. Wenn das nicht gelingt, wenn die Fabrik nicht mehr mindestens 100 Tage im Jahr ausgelastet ist, droht die Schließung. Was rechnet sich eigentlich noch in der Landwirtschaft? Milch? Pauschal kann man das so nicht beantworten. Die Familie Schmidt aus Matzelsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat vor ein paar Jahren einen Stall gebaut für 580 Kühe. Wir haben sie damals begleitet mit unseren Stallgeschichten und wir werden seitdem immer wieder gefragt, wie läuft es bei denen eigentlich? Vergangene Woche waren wir mal wieder dort. Vor gut 6 Jahren der Startschuss. Die Schmidts bauen einen neuen Stall. Für 580 Kühe. In dieser Größenordnung eine Seltenheit in Bayern. Herzstück wird ein Melkkarussell für 50 Kühe. Der Tag der offenen Tür zeigt, die Schmidts sind zum Gesprächsthema geworden. Dann der Einzug der ersten Tiere. Seit 5 Jahren gibt es den neuen Stall jetzt schon. Die Nacht ist kurz in Matzelsberg. Seit 4 Uhr früh melken Daniela und Audrey zu zweit 560 Kühe. Der Rest steht trocken. In das Melkkarussell passen 50 Tiere. Alles ist genau getaktet. Auch bei Jürgen, der nebenan das Melken überwacht. Heute haben wir einen Aktionstag, wo 11 Kühe zum Beispiel heute besandt werden. Deswegen ist das dann mit um kurz nach 4 hier sein. Und nicht lang Kaffee trinken und rumdrödeln, schon relativ eng getaktet, ja. Für die Kühe sieht ein Tag so aus. Morgens um 4, mittags um 12 und abends um 8 geht's vom Laufstall zum Melkhaus. Jewgeni hat heute Frühschicht und treibt die Kühe hinüber. Die Schmidts melken nicht, wie meist üblich, zweimal, sondern dreimal am Tag. Das bringt gut 10% mehr Milch. Vor dem Melkkarussell gibt es den Wartehof. Rush Hour im Kuhstall. Während vorne eine Gruppe ins Karussell verschwindet, rücken von hinten schon die nächsten nach. Daniela reinigt die Zitzen und melkt vor. Echter Frühsport für die gelernte Floristin. Ja, natürlich ist es schon eine schwere Arbeit. Schon mal schwer körperlich, aber man wird relativ sehr schnell gewohnt. Aber es ist eine sehr schöne Arbeit, auch wenn es viele immer nicht glauben. Ja, was gefällt dir an der Arbeit? Ja, mir gefällt es eigentlich, ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen und der Umgang mit den Kühen, das hat mir schon immer ganz gut gefallen eigentlich. Ein paar Meter weiter legt Audrey das Melkzeug an. Das hier sind die Kannenkühe. Die Tiere haben gerade ein Kalb bekommen. Die Milch geht deshalb erstmal nicht an die Molkerei, sondern in die Kanne für die Kälber. Audrey gehört zum Stammpersonal. Auf Vollzeitstellen hochgerechnet haben die Schmidts 13 Angestellte. Immer wieder mit Veränderungen. Also es gibt tatsächlich immer wieder einen Wechsel. Das liegt mit den Arbeitszeiten oft zusammen oder dass relativ anstrengend ist der Job. Mit in der Früh aufstehen, körperlich arbeiten, 3 Stunden am Karussell zu stehen. Das ist nicht ganz ohne. Da haben es die Kühe, so scheint es, einfacher. Sie steigen während der Fahrt zu und fahren eine Runde mit. Wiederkäuen bedeutet alles entspannt. Und am Ende erinnert eine Tonne die Kühe daran, wieder rückwärts auszuparken. Der Stall in Matzelsberg gehört zu den größten in Bayern. Die Kühe sind hauptsächlich Holstein-Friesians, eine Milchrasse. Bei den Schmidts geben sie im Schnitt 40 Liter Milch am Tag. Der Stalldurchschnitt 12.000 Liter pro Kuh und Jahr. Nach 3 Stunden ist es geschafft. Jürgen besamt noch eine letzte Kuh,
Dann ist die Frühschicht beendet. Ich sehe am Computer immer genau, wie viele Kühe das in der Stunde gemolken werden. Wir haben heute knapp 200 Kühe gemolken, ohne Vorkommnisse, genauso wie man es wünscht. Bisher ganz ein normaler Tag. Schmidt, Stefan, Mattelsberg ist dran, heute. Für Jürgens Bruder Stefan heißt es immer viel Büroarbeit. Gerade bei einem Betrieb dieser Größe, von denen es nur eine Handvoll in Bayern gibt. Und die nach den Allgäuer Tierschutzskandalen besonders im Fokus stehen. Während andere Höfe eher selten kontrolliert werden, stand bei den Schmidts bisher jedes Jahr einmal das Veterinäramt unangekündigt vor der Tür. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich es als nervig empfunden, weil man sagt, okay, wir machen alles gut, wir machen alles richtig und werden trotzdem jedes Jahr kontrolliert. Jetzt im Nachgang, wo dann trotzdem teilweise die Tierschutzskandale waren, die man im Fernsehen gesehen hat, bin ich sehr froh darüber, dass wir jedes Jahr kontrolliert werden oder wurden bis jetzt. Und dann muss man sagen, okay, dann ist man irgendwo auf einer sicheren Seite auch wieder. Ja. Es wurden immer nur Kleinigkeiten bemängelt, wie etwa fehlende Ohrmarken. Sanktionen gab es noch nie. Auch nach 5 Jahren im neuen Stall arbeiten die Schmidts noch an Details. Vor allem beim Thema Tierwohl und Gesundheit. Regelmäßig müssen die Kühe jetzt nach dem Melken durch ein Klauenbad. Die Lösung härtet und regeneriert die Klauen der Tiere. Und seit kurzem gibt es Lüftungsschläuche im Laufstall. Wenn es im Sommer heiß ist, bekommt jede Kuh Frischluft von oben. Denn die Tiere sind sowas wie Leistungssportler. 55 Kilo Futter braucht jede Kuh täglich. Füttern, das ist nach wie vor der Job von Seniorchef Heinrich. Draußen mischt er unter anderem Gras- und Mais-Silage, Soja- und Rapsschrot. Die Silos sind prall gefüllt mit 15.000 Tonnen Futter. Für bayerische Verhältnisse ist der Betrieb der Schmidts schon riesig. Trotzdem gibt's hartnäckige Gerüchte, die drei wollten einen zweiten Stall bauen. Wir sind jetzt 5 Jahre in Betrieb und das waren, glaube ich, sehr interessante 5 Jahre jetzt, wo man immer jeden Tag dazulernt und jeden Tag ein bisschen besser werden kann. Man muss erst einmal schauen, das gut zu machen und immer besser zu machen und dann können wir vielleicht über irgendwas anderes nachdenken mal. Noch machen die 580 Kühe plus die nahezu gleiche Zahl an Jungrindern genug Arbeit. Aber Platz für eine Erweiterung wäre da. Kleiner Service für uns, für Sie. Sie können sich alle Folgen unserer Stallgeschichten nochmal anschauen im Internet unter br.de, unser Land. Und vielleicht machen Sie sich dann gemütlich daheim mit ein bisschen Tee und Plätzchen, passend zum Advent. Und wer hat dann diese Platzhaltbacher? Die Mama oder der Papa, die Oma oder der Opa? Nach klassischer Rollenverteilung wahrscheinlich die Frau im Haus, aber das muss ja so nicht sein. Mittwoch früh in der Lehrküche der Landwirtschaftsschule Straubing. Der junge Mann, der hier die Backzutaten herrichtet, ist gelernter Hauswirtschafter und hier der Lehrer. Ich habe so eine tolle Ausbildung gehabt, weil sich meine Lehrerin mit so viel Leidenschaft und Freude ihrem Beruf gewidmet haben. Und es hat in mir einfach auch den Wunsch geweckt, auch Lehrer werden zu wollen. Noch ist Marcel Lorz aber erst Fachlehrer-Anwärter, vergleichbar mit einem Referendar. Die Schülerinnen des 25-Jährigen könnten vom Alter her teilweise seine Mütter sein. Klar, dass er nervös ist. Ein bisschen, ja. Man weiß nie, was einen erwartet in der kommenden Stunde. Aber ich denke, dass ich sehr gut vorbereitet bin und den heutigen Unterricht gut meistern werde. Denn er hat einen genauen Plan, fast schon ein Buch mit Lernzielen, Lerninhalten und Zeitplanung. Und er hat alle Plätzchen, die heute gebacken werden sollen, vorher ausprobiert. Das Tollste wäre, wenn die Studierenden nach Hause gehen und sagen, wow, heute habe ich was dazugelernt, was ich noch nicht wusste. Corona-bedingt ist der diesjährige Kurs geteilt in 3 Praxisgruppen mit jeweils nur 6 Frauen. Jede wird gleich eine andere Plätzchensorte backen. Aber gehackten Mürbteig sollen alle lernen. Der Vorteil dieses Teigs? Weil ich direkt mit kalten Zutaten arbeiten kann und somit meinen Teig nicht lange kühlen muss und ihn direkt weiterverarbeiten kann. Nach der Vorführung geht's sofort an die Umsetzung. Wie lange muss jetzt das machen?
Das müssen Sie so lange machen, bis sich die Zutaten gut vermengt haben. Dann dürfen Sie mit den Händen, beitreten. Okay, super. Gut. Vor dem nächsten Arbeitsschritt ist Zeit für Theorie. Denn das hier ist kein Hobbykurs, sondern eine Weiterbildung für Frauen, die bereits alle einen Beruf haben. Krankenschwestern, Bankkauffrauen oder Steuerfachangestellte sitzen hier. In 1,5 Jahren Teilzeitschule lernen sie alles Wichtige aus den 3 Praxisbereichen: Haus und Textil, Küche und Hausgartenbau. Auch beim scheinbar banalen Plätzchenbacken geht es um fachkundiges und rationelles Arbeiten und um das Berechnen der eigenen Arbeitsleistung und Kosten. Dann wird's wieder praktisch. Jetzt gehe ich her und nehme meine Dauerbackfolie, tue sie mit ein bisschen Mehl bestreuen, lege meinen Teig drauf. Und dann, dass Sie darauf achten, dass die Dauerbackfolie mit Ihrem Bauch oder Ihrer Hüfte gehalten wird. Und dann auch immer mal umdrehen. Und da ist er, der Aha-Effekt, den sich Marcel erhofft hat. Also ich bin jetzt gerade fasziniert, wie dünn diese Blätzerlteig, in denen Dauerbackfolien ausgewölkt werden. Ich glaube, so dünn habe ich in meinem Leben doch noch nicht geschafft. Jetzt ist Zeit dafür, es selbst auszuprobieren. Das Hantieren mit den 2 Folien, das ist einfach ein bisschen ungewohnt. Aber ich denke, wenn man da ein bisschen Übung hat, dann geht das auch ratzifatzi. Der junge Lehrer muss nicht nur Teig und Schülerinnen im Blick haben, sondern auch seinen Zeitplan. Die stellvertretende Schulleiterin bewertet jeden seiner Schritte. Der Herr Lorz hat jetzt heute seine 4. Lehrskizze. Also das heißt, das 4. Mal, dass er so eine Unterrichtseinheit macht. Und für das, dass er ja doch sehr am Anfang ist, sind wir alle sehr angetan. Er hat Talent zum Lehrer, er hat viel Fachwissen und er strahlt Ruhe aus. Er hat aber ein bestimmtes Auftreten, dass ich als Lehrer sage, so ist jetzt das richtig, so machen wir mir das jetzt. Marcel Lorz kommt aus Schweinfurt. Seine ganze Familie arbeitet in der Industrie, bei Automobilzulieferern. Hauswirtschaft als Berufswunsch war da ziemlich exotisch. Aber das ist mein Traumjob, es macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist wunderschön. Vier Stunden werkeln die Studierenden an ihren Plätzchen. Und die sind am Ende genauso perfekt wie die des Lehrers. Sein Fazit? Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Meine Studierenden haben alle ein tolles Endergebnis abgeliefert und auch der heutige Unterricht ist gut gelaufen. Ich bin erleichtert, froh, ein bisschen weniger nervös und ansonsten sehr zufrieden. Sehr lecker. Abends ist die Lieblingsbeschäftigung von Marcel Computerspielen. Nicht schlecht, wenn es dazu selbstgebackene Plätzchen gibt. Ob Marcel der einzige Hauswirtschaftslehrer in ganz Bayern ist, wir wissen es nicht, aber könnte schon sein. So, das war's jetzt wieder für heute. Wenn Sie wollen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiederschauen. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.